Es ist schon eine Weile her, seit die Waltons über die Fernsehbildschirme flimmerten. Die Serie rund um die Großfamilie lief von 1972 bis 1981. Im Mittelpunkt steht das schwere Leben der Waltons während der Zeit der Weltwirtschaftskrise bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Als die Sendung populär wird, steigt auch der Bekanntheitsgrad der sieben Walton-Kinder. Das wurde aus den einstigen Serienstars. John Boy Walton übernimmt eine zentrale Rolle in der Serie, denn er hält alle Geschehnisse rund um seine Familie in seinem Tagebuch fest. Gespielt wird die Hauptfigur von Richard Thomas und später von Robert Wideman. Jedoch war der Nachfolger von Thomas weniger beliebt. So sieht Richard Thomas heute aus. Er war seit die Waltons in vielen Filmen und Serien zu sehen, unter anderem in Law and Order, Tell Me Your Secrets oder NCIS New Orleans. Sein Leben weist sogar Parallelen zur Serie auf, denn der Schauspieler hat selbst eine Großfamilie. Er ist Vater von Drillingen und hat noch zwei weitere Stiefkinder. Robert Wideman wurde zwar noch für ein paar Produktionen engagiert, doch die große Karriere wartete nicht auf ihn. Aktuelle Fotos liegen uns deshalb nicht vor. Judy Norton und Mary McDonough verkörperten zwei der drei Walton-Schwestern Mary Ellen Walton und Erin Walton. Im Jahr 1985 zog sich Judy Norton für den Playboy aus. Heute betreibt sie mit ihrem Mann eine Restaurantkette und ist bekennende Scientologin. Zudem ist die Mary Ellen Darstellerin immer noch als Schauspielerin aktiv. 2020 war sie in Out of the Fight und Motivation zu sehen. Ihre Serienschwester Mary McDonough veröffentlichte 2011 ihr Buch Lessons from the Mountain, in dem sie über ihre Zeit als Erin bei den Waltons schreibt. Die Jahre danach hatte sie noch einige wenige TV-Engagements, zuletzt 2021 in The Contested Plains. Jason Walton ist jenes Kind, das sich schon früh für Musik begeisterte. John Wormsley war es, der in diese Rolle schlüpfte. Nach seiner Zeit als Jason arbeitete Wormsley weiter als Schauspieler und Synchronsprecher. Aber auch als Komponist machte er sich einen Namen. Auch Ben Walton gehört zu den Kids der Großfamilie und wurde von Eric Scott gespielt. Obwohl er auch in erfolgreichen Serien wie Verliebt in eine Hexe und Ein Colt für alle Fälle besetzt wurde, schaffte er den großen Durchbruch nicht. David Harper übernahm die Rolle des Jim Bob Walton, der jüngste Sohn der Familie. Nach der Serie blieb der Erfolg für ihn leider aus. Was er heute macht, ist nicht bekannt. Dieses Bild zeigt Elizabeth Walton, die von Kami Kotler dargestellt wurde, mit ihren Schwestern. Kami Kotler hat sich von der Schauspielerei abgewandt und ist Schulleiterin geworden. Hier sieht man sie bei einer Serienreunion im Jahr 2012.